Die Hammer Eisbären verabschieden sich vor der Rekordkulisse von 1800 Zuschauern gegen den EHV Schönheide aus der Saison und womöglich vom Eishallenstandort Hamm. Aufgrund der kritischen Situation war unterstützender Besuch aus ganz Deutschland an den Maxi-Park gereist. Fans, die ohne Eishockey Hamm wahrscheinlich nur aufgrund seiner verkehrsgünstigen Lage kennen würden. Ja, und vom Durchfahren halt, wenn man Richtung Ruhrgebiet weiterfährt. Das Schild an der Autobahn. Okay, aber hier stehen geblieben wahrscheinlich nur hier beim Eishockey, oder? Also meistens. Und heute nochmal richtig Party machen und alles Gute hoffen, dass der Eishockey-Standort erhalten bleibt. Ja, das hoffen wir doch immer. Jeder Standort ist wichtig in Deutschland. Und da gehört Hamm genauso zu. Ja, weil man hier Leute kennt und die haben uns eingeladen und haben gefragt, kommt doch mal hierher. Könnte unser letztes Spiel sein, deswegen sind wir hier. Also die Eishockey-Gemeinschaft ganz Deutschland zeigt sich solidarisch. Genau. So ist das. Bei uns gibt es zwar auch Vereine, die nicht so gut dastehen, aber hier in Nordrhein-Westfalen oder Niedersachsen und so weiter ist schon teilweise krass. Wir hoffen, dass das Hammer Eishockey bestehen bleibt und die brauchen wir einfach, auch hier im Norden. Ich gehe auch nebenbei zu den Hannover Indians und es gibt ja nächstes Jahr eine neue Einteilung, wahrscheinlich, und wir hoffen, dass die Hammer Eisbären dabei sind. Neben den weit angereisten Gästen waren auch viele vor Ort, die Eishockey in Hamm über die Jahre wesentlich mitgeprägt haben. Wie ist die Situation heute für einen, der den Verein damals mitgegründet hat? Ja, schön anzusehen, dass es sowas noch gibt und wir hoffen natürlich, dass es auch noch ein paar Jahre weiterhin geht. Ne? Schade, dass es, wenn es so kommen sollte, wie es passieren könnte, dass es irgendwann kein Eishockey mehr gibt, wäre natürlich sehr schade. Ne? Nö, ich meine, irgendwo wurde gewisse Stolz auch, dass der Eisbärenname wieder ins Leben gerufen wurde. Macht einen schon irgendwo so ein bisschen stolz und froh, dass es doch wieder an den Wurzeln zurückgegriffen wurde. Ich hoffe, dass wir durch unser Zeichen, was wir heute setzen, dass die Halle erhalten bleibt. Und ich wünsche den Hammer Eisbären weiter viel Glück. Sportlich durften die Eisbären beim 2:3 gegen die Sachsen nur zweimal jubeln. Aber das sportliche Ergebnis stand für Aktive und Fans an diesem Abend aus dem Hammerlager nicht im Vordergrund. Ja, trotz der Niederlage sage ich, es war ein mega Event, also so viele Zuschauer, das zeigt halt, dass in Hamm Eishockey doch möglich ist und ich hoffe, dass da einfach eine Euphorie jetzt entsteht. Wir sind da ganz optimistisch und denken auch, dass es weitergeht.